Hey Mädels und Jungs, wir müssen Ersatzteile besorgen. Ja, nein, diesmal nicht für den Roller, für den Puch Lido, sondern für meinen Rasenmäher. Der hat leider eine defekte Vergaserdichtung, und zwar die Membran und Dichtung ist hier in einem, und die gehört ausgetauscht. Äußert sich, indem der Rasenmäher, wenn er warm ist, zu viel Benzin bekommt und absäuft, sehr schwarz raucht und dann natürlich beim Abstellen nicht mehr anspringt, weil die Zündkerze komplett verrußt. Und man verbraucht natürlich auch statt einen oder eineinhalb Tanks über zwei Tanks fürs Rasenmähen. Und ja, das ist natürlich ein riesen Nachteil. Und klar, dass die Motorleistung natürlich auch nicht stimmt, wenn das Gemisch viel zu fett ist. Sind wir unterwegs ins kleine Industriezentrum und dort ist die Vertretung oder zumindest ein Partner von Briggs & Stratton. Und in den meisten Rasenmähern sind ja solche Motoren drinnen. Ja, jetzt müssen wir uns eine Vergasermembran holen, Dichtung und Membran. Und ja, auf dem Weg dorthin, über den größten Parkplatz Wiens, die Südosttangente. In letzter Zeit trifft der Name ja auch wirklich zu, da viele, viele Baustellen auf der Südosttangente sind und die haben den Nachteil, dass viele der Benutzer der Autobahn sehr neugierig sind und schauen müssen, beziehungsweise auch bei den Radars nicht auf das Tempolimit herunterbremsen, sondern weiß darunter. Und es gibt natürlich dementsprechend viele Rückstaus, aber Hauptursache ist natürlich, dass einige Fahrspuren fehlen. Die meisten mit den Beschilderungen schwer überfordert sind und somit dann stark abbremsen und noch schauen müssen, sind sie richtig unterwegs, passt das? Habe ich eh die richtige Fahrspur, da komme ich nicht irgendwo hin, wo ich nicht hin möchte. Und das ist genau die Problematik von diesen Baustellen. Und da merkt man dann, viele Ortsunkundige haben das Problem, dass sie mit dem Schauen nach den Tafeln meist sehr viel Zeit brauchen und dann das Tempo zurücknehmen und somit auch hier mit niedriger Geschwindigkeit fahren und eben den Fließverkehr ein wenig aufhalten.
abgesehen davon hoffe ich, dass ich diese Dichtung für den Vergaser bzw. Membran bekomme. Das ist hier in einem und ja, schauen wir mal. Die Nummern habe ich hier mit und natürlich auch ein Foto von dieser Membran, falls irgendwo Unklarheiten sind. Und dann steht natürlich einen Rasentrimmen nicht mehr im Wege. Ja, und hier kommen wir eben in so eine Baustelle. Und in dieser Baustelle gibt es Section Control. Und das heißt, es wird bei der Baustelleneinfahrt und bei der Ausfahrt die Zeit gemessen. Und zwar beim Einfahren bekommt man einen Zeitstempel und beim Ausfahren bekommt man einen Zeitstempel. Das Fahrzeug wird fotografiert und die Nummerntafel wird registriert und ist zwischen den zwei Zeitstempeln zu wenig Zeit verstrichen, so hat man die Geschwindigkeit überschritten. Natürlich inklusive Toleranz. Und wenn man die Geschwindigkeit überschritten hat, also die Zeit unterschritten, weil je schneller ich fahre, umso weniger Zeit brauche ich durch die Baustelle, bekommt man ein Strafmandat. Und natürlich kann man sich dann ausrechnen, wie schnell derjenige oder diejenige gefahren ist. Und da gibt es dann noch einen zweiten Zeitstempel. Sollte man diese Zeit noch einmal unterschreiten, dann hat man die Geschwindigkeit massiv übertreten und dann wird auch die Strafe höher. Ja, das ist von der Section Control. Und wir fahren jetzt zum ehemaligen Baumax in der Sterngasse im 23. Dort fängt das Industriegebiet an. Und genau dort ist gegenüber die Vertretung für diesen Briggs & Stratton, die von einem Honda-Händler übernommen worden sind und der das zusätzlich vertreibt beziehungsweise auch das Service anbietet. Ja, und da werden wir hoffentlich gleich ankommen. Hello, BMW Driver, hinter einem Postlastwagen. Hast du ein Paket für mich? Wahrscheinlich nicht. Coole Rückfahrkamera unter den Rückfahrscheinwerfern. So, ja, und das war der ehemalige Baumarkt, den es nicht mehr gibt. Der Baumarkt ist in Konkurs gegangen und hat die Märkte verkauft. Haben Sie, Waschek, da gehöre ich hin. So,
schauen wir mal, ob wir uns ein Teil besorgen können. Sehen uns später. Leute, oben bleiben und see you. Ja, Leute, so sieht diese Dichtung aus. Kostet 7,20 Euro. Und wird eingelegt und ist natürlich auch für Leerlauf, Vollgas und alles zuständig und dichtet ab zwischen Tank und Vergaser und ja, tauschen wir und dann werden wir sehen, ob das das Teil war. Was anderes kann es nicht sein, weil Luftschraube hat dieses Ding nicht, kann man nicht einstellen. Ist eine Fixeinstellung. Nun, wir werden sehen.